Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, die Reform der Pflegeausbildung ist der Schlussstein in einer Reihe von Pflegegesetzen, in denen wir die Pflege reformiert haben. Aber es ist der Schlussstein, der am schwierigsten zu setzen war, meine Damen und Herren. Wir hatten im Mai des letzten Jahres eine Anhörung zu dem Thema und haben erleben müssen, dass die Fachwelt tief gespalten ist bei der Frage, wollen wir in Zukunft die Ausbildung spezialisiert machen oder wollen wir sie generalistisch und breit halten. Und wir haben dann in der Tat in der sich anschließenden Diskussion innerhalb der Fraktionen auf die Bedenken, die uns vorgetragen wurden, reagiert. Und ich sage es an dieser Stelle ausdrücklich, weil es ja dann Forderungen gab, noch mal eine Anhörung zu machen. Das ist obsolet dadurch, dass wir ja eben eingegangen sind auf das, was uns damals vorgetragen wurde. Ich möchte an der Stelle ganz am Anfang ganz herzlich meinem Kollegen Lauterbach für eine verlässliche Zusammenarbeit, nicht nur in diesem Punkt, Herr Kollege Lauterbach, danken. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit schade, das kann ich nicht beurteilen. Das ist dann ein, nehmen Sie es als Kollateralschaden, unvermeidbar und nicht als bedingten Vorsatz an der Stelle. Wir haben gemeinsam eine ganze Menge an Dingen in der Gesundheitspolitik bewegt. Ich muss aber, meine Damen und Herren, wenn ich von Schlussstein spreche, etwas ausholen, auch auf dieses Gewölbe insgesamt an der Stelle eingehen, denn die Pflege war das Top-Thema dieser Legislatur. Und ich danke an der Stelle natürlich ganz herzlich dem Gesundheitsminister dafür, dass er die Akzente so gesetzt hat, auch für die Kompromissbereitschaft in diesem heute zu beratenden speziellen Punkt. Und ich möchte Ihnen den Dank auch einschließen, meine Damen und Herren, die Kollegin Schön und die Berichterstatter Ilsdorf, Rüttel und Riebsamen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute an diesen Punkt kommen. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich gilt das ganz genauso, Frau Krone, in der gleichen Herzlichkeit für die Arbeitsgruppe der SPD. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Kollege Lauterbach, der ja dafür dann auch zuständig ist, in seiner Rede noch entsprechend tun wird. Ich gehe auf die Verbesserungen deshalb ein jetzt, meine Damen und Herren, weil das eine Rolle spielt, weil es entscheidend ist. Wir haben, meine Damen und Herren, die Rahmenbedingungen für die Pflege und insbesondere für die, die diesen harten Job täglich machen, deutlich und erkennbar verbessert. Wir haben dafür gesorgt im Krankenhausbereich, dass wir einen Pflegepersonalzuschlag 500 Millionen gemacht haben, um sicherzustellen, dass die Personalkosten nicht mehr in der Steinbruch sind in Zukunft, wo man Geld sparen kann. Wir haben ein Pflegestellenförderprogramm aufgelegt, 630 Millionen. Wir haben die Tariflohnschere abgemildert, haben gesagt, die Tariferhöhung wird zur Hälfte sofort reformiert. Wir haben eine Personaluntergrenze, oder wir werden gemeinsam mit der Selbstverwaltung eine Personaluntergrenze definieren, damit in sensiblen Bereichen keine Unterbesetzung vorkommt. Wir haben in der Altenpflege dafür gesorgt, dass die Tarifbezahlung nicht mehr als unwirtschaftlich hingestellt wird. Wir haben dafür gesorgt, dass vorsätzlich personelle Unterdeckungen sanktioniert waren. Übrigens haben wir das mit der SPD gemeinsam gemacht. Darum kann ich, wundere mich jetzt über die Zwischenrufe an der Stelle. Wir haben dafür gesorgt, dass die behaupteten Personalkosten angemessen nachgewiesen und nicht nur nachgewiesen, sondern auch tatsächlich bezahlt werden an das Personal. Und wir haben dank dem Pflegebeauftragten auch dafür gesorgt, dass es zu einer Entbürokratisierung in der Pflegedokumentation kommt. Warum erzähle ich das einleitend, bevor ich auf das Gesetz als solches eingehe? Mich hat vieles geärgert in der Diskussion, sage ich ganz ehrlich, insbesondere, dass die ganz besonders für die Generalistik waren, eigentlich nur berufspolitische Argumente vorgetragen haben, obwohl es doch viele andere gute Argumente dafür gibt, eine Ausbildung stärker zu verzahnen, die sich in weiten Teilen überschneidet. Und obwohl es auch gute Argumente gibt, zu sagen, in einer Zeit, wo es Multimorbide gibt, wo es auch das Thema, dass wir Kenntnisse im Umgang mit Alten in Krankenhäusern brauchen, dass wir da übergeordnet ausbilden. Diese Argumente gibt es. Aber am meisten geärgert hat mich, meine Damen und Herren, dass wir uns in die Schuhe schieben wollten, dass all die kritisch mit der Thematik umgegangen sind, nur nicht den Beruf aufwerten wollen oder gar dafür Sorge tragen wollen, dass die Löhne steigen. Meine Damen und Herren, dann hätten wir all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, so nicht gemacht. Das war unlauter, dass man das so uns in die Schuhe schieben wollte.
Nun gibt es immer noch ein paar, die jetzt auch mit diesem Kompromiss, der aus meiner Sicht intelligent verzahnt, das Thema generalistische Ausbildung schwerpunktmäßig im Bereich der klassischen Krankenpflege mit dem Erhalt des Berufsbilds der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege, die damit kritisch umgehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Kritik, die nachher die Opposition natürlich in allen Farben vortragen wird, die können Sie noch gar nicht vortragen, weil Sie noch gar nicht wissen können, was am Ende kommt. Denn das Entscheidende ist doch, meine Damen und Herren, wir zeichnen hier einen Rahmen vor. Und dieser Rahmen muss in der nächsten Legislatur, so ist es halt, gefüllt werden mit den Lerninhalten, die der nächste Deutsche Bundestag festlegen wird. Dafür haben auch wir gesorgt, dass das mit Zustimmung des Deutschen Bundestags stattfinden wird, dass das also nicht alleiniges Regierungshandeln bleibt, sondern dass der Bundestag bei dieser wichtigen Frage auch im Boot bleibt. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das so kommt. Und wir haben dafür gesorgt, meine Damen und Herren, dass Hauptschüler und Quereinsteiger, dass die von der Anlage her, und das wird sich und muss sich bei den Inhalten dann fest weiter niederschlagen, dass die mit an Bord bleiben. In meinem Bundesland, meine Damen und Herren, sind in der Altenpflege bis zu 40% Hauptschüler. Und es macht überhaupt keinen Sinn, so wie es unser Deutscher Pflegerat nahegelegt hat, die ganze Ausbildung so hoch zu hängen, dass wir auf diese wichtigen Leute, die mit Fachkenntnis, aber auch mit Empathie pflegen, dass wir die am Schluss verlieren. Das war das eigentliche Anliegen, warum wir diese Reform, Herr Kollege Lauterbach, so gestrickt haben, wie wir sie gestrickt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht massiv und lang genug auch unterstreichen kann. Nun wird es in den Grundzügen so sein, wie ich es schon beschrieben habe, die Krankenpflege wird ersetzt durch eine generalistische, das heißt breite Ausbildung, sodass der, der eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat, auch in der Altenpflege tätig werden kann beispielsweise. Und die Alten- und Kinderkrankenpflege bleibt erhalten. Es gibt aber zwei gemeinsame Jahre. Und diese zwei gemeinsamen Jahre, die setzen sich dann im dritten Jahr fort nach Wahl des Auszubildenden. Entweder in die Richtung Spezialisierung, wo er sagt, ich lege mich fest, ich möchte Altenpfleger, ich möchte eine Kinderkrankenschwester werden, oder in der Weise, dass er sich anders orientiert und sagt, ich möchte in die generalistische Ausbildung gehen. Diese Wahlfreiheit ist eigentlich der Kern dieses Kompromisses, dass wir sagen, nicht die Politik, meine Damen und Herren, entscheidet, sondern es entscheidet der Arbeitsmarkt, es entscheiden insbesondere diejenigen, die das Ganze absolvieren. Glaube ich, das liegt sehr nahe, das so auszugestalten. Und es ist auch richtig, das so zu machen. Nun weiß niemand, wie sich diese Entscheidungen ausgehen, aber ich sage Ihnen auch, weil auch da schon wieder die Vorwürfe kamen, nicht ein Automatismus im Gesetz, wie es immer behauptet wird, wird das am Schluss entscheiden. Überhaupt nicht. Das Ergebnis wird zahlenmäßig evaluiert im Jahr 2026, nachdem es 2020 in Kraft tritt. 6 Jahre später evaluiert und dann entscheidet der Deutsche Bundestag frei, wie wir immer frei entscheiden, frei, in welche Richtung das Ganze gehen wird, entscheidet ganz unabhängig, ob er das eine oder das andere fortsetzen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gegen den Arbeitsmarkt oder gar gegen die Auszubildenden entscheiden wird. Und insofern ist mir gar nicht bange, dass das, was in diesem Gesetz angelegt ist, tatsächlich gelingt. Und was die große, wichtige Botschaft in dem Zusammenhang ist, wir schaffen über den Ausbildungsfonds das Schulgeld ab. Nun sage ich Ihnen, das ist unsäglich, dass es noch Bundesländer gibt, die Schulgeld verlangen. Und jetzt kann man sagen, ja, das dauert ja noch, bis das Ganze in Kraft tritt. Ich lege denen, meine Damen und Herren, die es bisher nicht getan haben, die es noch nicht abgeschafft haben, Nordrhein-Westfalen beispielsweise unter der alten SPD-Regierung, lege ich nahe, das Thema entsprechend zu bearbeiten und dafür Sorge zu tragen. Dafür Sorge. Gibt es nicht mehr das Schulgeld? Na, dann sind wir ja froh, dass das dann tatsächlich, ich traue Ihnen das zu, dass das stimmt, wenn das dann so ist, dass das nicht abgeschafft und der Herr Laumann das schon gemacht hat, dann ist das wunderbar, nehme ich alles zurück. Trotzdem bleibt der Hinweis, meine Damen und Herren, die Länder, die es noch nicht getan haben, ich bin ja noch nicht für die Länder zuständig, die sollen es denn rechtzeitig jetzt schon tun. Jetzt schon tun. Und deshalb bin ich der Meinung,
Wir sind hier einen richtigen Weg gegangen. Wir sorgen für eine neue Finanzierungsgrundlage und wir sorgen dafür, dass wir es inhaltlich reformieren. Und das wird letztendlich von den Auszubildenden sinnvoll entschieden und auch dirigiert und nicht von der Politik. Und wenn ich mir das Geschrei anhöre, ist gut, dass es nicht die Politik macht. Vielen herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Linke nun die Kollegin Diaz-Zimmermann das Wort.